So, guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Webinar. Das letzte in diesem Jahr. Wir starten zum Schlussspurt. Als allererstes natürlich möchte ich unsere Gäste und Partner im Webinar begrüßen und möchte sie auch gleich kurz vorstellen, bevor wir durch die Agenda gehen. Heute mit dabei sind Wolfgang Klöblen, Entwicklungsleiter bei Steinmeier. Da winkt er schon. Und Andreas Zimmermann, Entwicklungsingenieur bei Steinmeier. Vielen Dank, dass Sie das Ganze mitmachen. Ihr Name hat funktioniert, die Partnerschaft. Wir haben heute unser bestes Webinar, was Anmeldung angeht. Herzlich willkommen an alle, die heute dabei sind. Wir freuen uns sehr, dass Sie nochmal so spät am Jahresende sich die Zeit genommen haben. Vermutlich bei vielen die letzten Wochen jetzt im Jahresende. Da möchten wir gleich reinstarten. Den Titel kennen Sie. Titel des Seminars, des Webinars heute ist Kugelgewindetriebssimulation mit Meshparts, wie Steinmeier seinen Technologievorsprung weiter ausbaut. Die Agenda haben Sie gesehen. Wir fangen an mit einer kurzen Begrüßung, sind wir schon mittendrin. Dann stelle ich Ihnen gleich vor, wie das Tool funktioniert, weil wir Sie interaktiv einbinden wollen, dass Sie was mitmachen. Dann wird der Herr Dadalau erzählen, was wir in dem Bereich KGT-Simulation machen und was wir sonst so machen, uns kurz vorstellen. Und dann übergeben wir, denke ich, an den spannendsten Teil für heute an die Kollegen von Steinmeier, die eben wirklich zeigen, wie sie praktisch unsere Software einsetzen und was es ihnen gebracht hat. Jetzt kurz zur Erklärung der technischen Details. Es trudeln immer noch Leute ein. Wir legen sie, wie gesagt, trotzdem los. Ich bitte Sie mal ganz kurz, Sie haben die Funktion, wenn Sie, glaube ich, bei Ihnen müsste es unten sein, wenn Sie an die untere Seite Ihres Bildschirms gehen, geht so ein Fenster von Zoom auf. Da gibt es die Funktion Chat. Da bitte ich Sie alle mal, wenn Sie Bild und Ton, wenn bei Ihnen es einwandfrei funktioniert, dass Sie mal kurz reinschreiben, Hallo oder okay, dann sehe ich das. Alles okay, die ersten Antworten trudeln ein. Super. Ich lese von keinem Problem. Scheint alles zu funktionieren. Das ist gut. Sehr gut. Das zu dem Teil. Dann gibt es einen Teil, der heißt gleiches Menü, sehen Sie Fragen und Antworten, F und A und diese zwei Sprechblasen. Da bitte ich Sie, alles, was Ihnen einfällt im Laufe des Webinars an Fragen, schreiben Sie da rein. Wir sammeln die und ich lese die am Webinarsende vor und richte die dann an die entsprechenden Kollegen. Entweder an Herrn Dadalau, wenn es stärker in die Software geht, wenn es konkret um die vorgestellten Fälle geht oder um die KGT-Simulation oder um allgemeine KGT-Fragen an die beiden Kollegen von Steinmeier. Schreiben Sie es gerade da rein. Wie gesagt, es wird gesammelt. Wundern Sie sich nicht. Sie sind alle logischerweise, ich denke, Sie kennen es, Sie haben jetzt über die letzten Monate viel Webinar-Erfahrung gesammelt wahrscheinlich. Sie sind alle stumm geschaltet, weil es sonst natürlich ein Chaos wäre, wenn hier 70, 80 Leute durcheinander sprechen. Deswegen sind Sie stumm geschaltet, daher auch die F- und A-Funktion. Am Ende haben wir uns überlegt, wenn Sie alle noch Lust haben und der Feierabend nicht ruft, würden wir noch drinbleiben nach Ende des Seminars, des Webinars und Fragen von Ihnen noch beantworten. Auch gerne dann kann ich einzelne Leute dazuschalten, wenn Sie mir die Frage stellen, wenn Sie sagen, Sie haben Lust, kann ich Ihr Mikrofon anmachen, Sie können was sprechen und wir können uns noch ein bisschen drüber unterhalten, wenn Sie, wie gesagt, noch ein bisschen das Ganze vertiefend machen wollen in einer lockeren Atmosphäre. Ansonsten würden wir pünktlich um 16 Uhr das Ganze hier beenden und den offiziellen Teil praktisch beschließen. Jetzt würde ich auch schon, wie gesagt, an meinen Kollegen übergeben. Es wird auch noch Live-Umfragen geben, aber die erkläre ich, wenn Sie soweit sind. Es ist recht einfach. Da wird was aufpoppen. Sie sehen über der Präsentation dann eine Umfrage. Da können Sie klicken. Wir lassen die kurz auf. Wir schauen uns zusammen die Ergebnisse an, diskutieren kurz drüber und gehen dann weiter. Dann übergebe ich an meinen Kollegen Alexandru. Ja, vielen Dank. Es freut mich besonders, dass so viele Interessenten sich gemeldet haben bei diesem Webinar, wo es doch um ein sehr spezielles Thema geht, nämlich Simulation von Kugelgewindetrieben. Steinmeier wird nach meinem Einführungsvortrag Ihnen zeigen, worauf es ankommt bei den Kugelgewindetrieben, nicht nur aus der Sicht der Simulation, sondern einfach generell. Ich freue mich besonders, dass Steinmeier dabei ist und würde jetzt gleich mit einem einführenden Vortrag beginnen. Ich teile gleich meinen Bildschirm. Ich hoffe, das ist dann zu sehen. Kleinen Moment. So. So, und mein Vortrag gliedert sich in drei Teilen auf. Wir haben einmal das Thema, was wir kurz anreißen wollen, ist überhaupt, warum will man denn überhaupt Kugelgewindetriebe simulieren? Was sind so die Anforderungen? Dann möchte ich Ihnen zeigen, was wir besonders auf diesem Gebiet der Simulation gemacht haben, was wir da entwickelt haben.
Kurze Beschreibung der Modelle von Meshpads. Und schließlich möchte ich Ihnen auch kurz zeigen, was man dann mit solchen Kohlengewinnetriebmodellen grundsätzlich in einer Baugruppe machen kann. Ich werde auch ein paar andere Anwendungsfälle zeigen, weil wir bei uns nicht nur das Thema Kohlengewinnetrieb behandeln, sondern auch viele andere Themen aus dem Bereich Maschinenbau. Jetzt geht es um die große Frage, warum Kugelgewindetriebe simulieren. Zur Motivation sehen wir einfach, dass in den letzten Jahren oder in der letzten Dekade immer mehr oder immer größere Anforderungen sich ergeben für die Kugelgewindetriebe. Es kommen Anforderungen aus dem Bereich der Schwerlastanwendungen. Wir haben im Bereich Automotive elektrische Servolenkungen immer mehr. Wir haben auch im Bereich fahrzeugadaptive Federung. Wo früher vielleicht vermehrt hydraulische Anwendungen zum Einsatz gekommen sind, sehen wir jetzt, dass immer gerne elektrifiziert wird. Und elektrifiziert bedeutet oft, dass man einen Kugelgewindetrieb einsetzt. Auch bei Pressen natürlich. Und jetzt ist es so, dass wenn Sie sich schauen, wenn Sie sich das anschauen, gerade je höher die Belastung ist auf einem Kugelgewindetrieb, desto komplexer ist auch die lokale Belastung auf den einzelnen Kugeln. Und jetzt ist es so, dass letztendlich die Lebensdauer von dem Kugelgewindetrieb durch diese einzelnen Belastungen bestimmt wird. Das heißt, wir müssen immer genauer voraussagen können, was ist die Belastung lokal auf den einzelnen Kugeln. Und das kann man natürlich jetzt ein Stück weit über vereinfachte Methoden machen. Sie kennen alle wahrscheinlich die Norm, wo man dann letztendlich auch eine vereinfachte Lebensdauerbetrachtung für Kugelgewindetriebe machen kann. Aber diese vereinfachte Betrachtung sagt Ihnen nicht so genau, wie diese einzelnen Belastungen aussehen. Da wird viel zu einfach herangegangen und die funktioniert nicht so gut bei Schwerlastanwendungen. Sie können Prüfstände aufbauen, die aber dann aufwendig sind und teuer sind und den Nachteil haben, dass sie dort keine Zusammenhänge erklären können. Also sie können vielleicht sehen, dass ein gewisser Kugelgewindetrieb mal früher oder mal später kaputt geht. Aber so genau wissen, wenn sie nicht wissen, wie das zusammenhängt mit beispielsweise der Steigung oder wie das hängt mit Kugeldurchmesser oder mit der Wandstärke von der Mutter. Solche Zusammenhänge können wir nur simulativ bestimmen. Und das ist genau die Motivation, warum wir sagen, ohne Simulation in diesen Bereichen kommt man kaum noch weiter. So dass wir dann natürlich schon vor langer Zeit eigentlich das Thema Kugelgewindetriebssimulation hat bei Meshpads sehr, sehr früh angefangen. Ich glaube, wir blicken auf 15 Jahre oder 10 Jahre, mindestens 10 Jahre, wenn nicht mehr, Geschichte der Entwicklung in dem Bereich. Und das Ganze kommt aus der Problematik raus, dass wir könnten ja ganz einfach dreidimensionale Kugelgewindetriebmodelle vernetzen, automatisch sogar. Und dann können wir die einfach mal simulieren wollen. Das Problem ist, dass solche 3D-Modelle in der Vierte-Elemente-Analyse riesig werden. Und ich habe hier mal so ein einfaches Beispiel mitgebracht. Wenn Sie mal hier schauen, rechts oben, da haben wir eine Kugel als FE-Modell, als dreidimensionales FE-Modell. Und dieses kleine Kugelmodell hier hat 330.000 Freiheitsgrade. Das hat eigentlich wenige Freiheitsgrade, weil wir hier noch sogar optimiert haben. Also diese Kugelmodelle bei uns, die sind so optimiert, dass sie automatisch an den Kontaktellipsen feineres Netz haben, ansonsten ein gröberes Netz. Auch das kostet Aufwand, wenn Sie das von Hand machen wollen. Und das automatisieren wir zwar, aber das Problem ist, ich habe immer noch 330.000 Freiheitsgrade pro Kugel. Und wenn Sie sich anschauen, bei einem Kugelgewindetrieb kann es durchaus vorkommen, dass Sie mal, sage ich mal, 100 Kugeln drin haben. Dann würde ich 33 Millionen Kugeln Freiheitsgrade haben in meinem Modell, was dann nicht mehr so einfach rechenbar ist. Da bräuchte man wahrscheinlich einen Rechencluster oder ähnliches. Solche Kugelmodelle wären zwar in der Lage, alle relevanten Effekte in einem Kugelgewindetrieb abzubilden. Die wären nämlich, dass wir da eine nicht-lineare Kontaktsteifigkeit haben. Oder teilweise Spiel oder Vorspannung, je nach Kugelgewindetriebanwendung. Wir haben Effekte durch Erwärmung,
Wir haben auch einen eingebauten Zustand des Kugelgewindetriebs, wo Sie beispielsweise eine Lagerung haben von der Spindel oder eine Verschraubung am Tisch oder am Mutterbock. Und all diese Effekte könnte man mit so einem Voll-3D-Modell sozusagen sehr theoretisch lösen, wäre nicht das Problem mit dem Freiheitsgrad. So, wir haben uns also Gedanken darüber gemacht, wie können wir denn solche KGT-Modelle deutlich schneller rechnen, ohne dass wir an Genauigkeit verlieren. Das heißt, wir wollen immer noch, dass wir all diese Effekte hier abbilden, aber mit Modellen, die wirklich Größenordnungen kleiner sind. Und so komme ich zu dem Thema Kugelgewindetriebmodelle von Meshparts. Das ist ein relativ komplexes Thema. Ich werde das jetzt nicht im Detail beschreiben, aber so im Groben möchte ich Ihnen erklären, wie diese Modelle aufgebaut sind. Also wir nennen das Hybridmodelle. Und diese Hybridmodelle bestehen aus dreidimensionalen Volumenkörpern für die Spindel und für die Mutter. Das sehen Sie hier rechts oben bzw. rechts unten. Das sind also automatisch vernetzte Geometrien. Und zusätzlich sieht man so ein bisschen hier diese Helixkette hier an Punkten sozusagen. Diese Punkte sind Ersatzmodelle für die Kugeln. Was dahinter steckt, ist im Grunde zunächst einmal eine nichtlineare Federkennlinie, also ein Federelement als nichtlineares Federelement. Diese Federkennlinie wird nach der Hertzschen Theorie ermittelt. Dann haben wir die Möglichkeit, innerhalb der Kugel entweder Vorspannung zu definieren oder Spiel. Drittens haben wir das Thema, dass unter Last der Kontaktwinkel im Kugelgewindetrieb sich verändert. Also jede einzelne Kugel kann im Prinzip einen anderen Kontaktwinkel bekommen und dadurch verändert sich die Wirklinie der Kraft oder der Kraftfluss. Und diese Effekte wollen wir natürlich auch berücksichtigen. Diese Möglichkeit ist in der Kontaktwinkeländerung ist korrekterweise in diesen Modellen hinterlegt und kinematisch berücksichtigt. Das heißt, dieses kinematische Abrollen der Kugeln ist da abgebildet. Genau, das ist so die Basis von unseren Modellen. Die Modelle befinden sich bei uns in einer parametrischen Bibliothek, wo man letztendlich relativ einfach mit Tabellen arbeiten kann, wo man sagen kann, ich verändere mal die Steigung oder ich verändere mal die Schmiegung oder den Kugeldurchmesser. Und dann kann Meshparts diese Modelle immer automatisch generieren. Auf der nächsten Folie sehen wir eine Darstellung von den Kugelkontaktkräften. Jetzt ist die Mutter ausgeblendet und die Spindel sieht man farbig kodiert, dass sie sich verformt bzw. auch verkippt. Man sieht, dass auf einer Seite die Spindel mehr zur Seite verkippt als auf der anderen Seite. Und was interessant ist, dass diese Kraftvektoren, die ja die Kugelkontaktkräfte darstellen, nicht gleichmäßig sind. Das überrascht erstmal eigentlich nicht. Man kennt das ja auch aus der Schraubenberechnung, klassische Schraubenberechnung, dass da die ersten Gewindegänge immer tragen. Bei dem Kugelgewindetrieb ist das ein bisschen komplexer. Da haben Sie Verkippungseffekte drin, Verformungseffekte in der Spindel. Es geht oft ja um Mikrometer, die was ausmachen. Und aus dem Grund ist es so, dass wir sozusagen im Allgemeinen nach der klassischen Norm diese Kräfteverteilung nicht annehmen können, sondern wir müssen schon genauer simulieren und das machen wir über diese Modelle. Wenn wir diese Kräfte haben, dann ist es so, dass das Programm automatisch mit dem Wissen der Geometrie, was dahinter steckt, auch die analytische Berechnung der Kontaktpressungen durchführt. Und auf der Basis können Sie dann recht gut die Lebensdauer von dem Kugelgewindetrieb berechnen bzw. optimieren. Auf der nächsten Folie sehen Sie eine Animation von einer Schnittansicht. Also das Modell ist natürlich nicht kein halbes Modell, sondern ein volles Modell. Wir haben hier nur eine Schnittansicht angelegt. Und Sie sehen sehr schön hier, dieser Kugelgewinde, dieser Spindel hier wird rein axial belastet. Aber wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, dass der Abstand zwischen Spindel und Mutter auf der rechten Seite hier unten steigt, radial, und auf der linken Seite verringert wird.
Und das ist genau dieses Verkippen, was dazu führt, dass der Verlauf der Kontaktkräfte in der Spindel sehr, sehr stark von der Norm abweicht. Und das ist ja, das ist in diesem Fall ein einfaches Beispiel, aber wir haben auch Effekte, wo man beispielsweise der Mutterkörper sich verformt, ovalisiert wird. Also es kann wirklich beliebig komplex werden. Und ja, auf der nächsten Folie sehen Sie, wie diese Kräfteverläufe innerhalb der Kugeln oder entlang der Mutter aussehen. Also links haben wir sozusagen den Bereich am Flansch. Und rechts an dem anderen Ende. Und man sieht, dass von Kugel zu Kugel, also unten haben wir die Kugeln, also wir haben in diesem Fall 100 Kugeln. Auf der vertikalen Achse haben wir die Kraft aufgezeichnet. Und Sie sehen, dass das Maximum keinesfalls auf der ersten Kugel auftritt, sondern irgendwo später nach einer halben Umdrehung ungefähr. Dann gibt es so eine Delle und dann gibt es einen relativ rapiden Abfall, also nur mal so eine Delle. Und grundsätzlich haben wir so einen Bauch, der sich hier ausbildet. Und überlappend mit diesem Bauch haben wir so einen sinusförmigen Verlauf. Wobei hier diese Spitzenpunkten hier sozusagen die Unterbrechungen aufgrund von den Kugelumlenkungen darstellen. Das heißt, müssen wir uns so vorstellen, das ist eine Kugelkette hier, dann haben wir die zweite, dann haben wir einen Abstand, dann die zweite Kugelkette und dann die dritte Kugelkette. Also recht komplexe Kraftverläufe, die man eben nach der DIN nicht voraussehen kann. Und jetzt haben Sie hoffentlich verstanden, wie wir grundsätzlich rangehen an die Sache, wenn wir Kugelgewindetriebe simulieren. Ich möchte Ihnen noch ein paar interessante Folien zeigen zum Thema Simulation in Baugruppen. Also links sehen Sie unser Modell, detailliertes Modell des Kugelgewindetriebs. In der Mitte haben wir eine deutlich größere Baugruppe von einer Fräsmaschine oder einem Teil einer Fräsmaschine. Und hier unten, ganz klein in der Mitte, haben wir hier die Mutter. Und das ist sozusagen diese Mutter hier ist unser detailliertes Modell. Und wir sind in der Lage, dadurch, dass diese Modelle so effizient rechnen, diese Modelle rechnen beispielsweise in 5 Minuten. Und dadurch, dass sie so schnell rechnen können, können wir auch komplette Baugruppen simulieren damit. Hier ist eine dynamische Simulation von dieser Achse hier, wo man sieht, dass die Spindel eine Torsionsbewegung durchführt, dass praktisch diese Pinolle hier eine Biegeschwingung macht. Das ist interessant für dynamische Anwendungen dann. Und vielleicht andere Beispiele sind, nicht dass Sie jetzt den Eindruck gewinnen, dass wir jetzt nur Kugelgewindetriebe simulieren. Wir haben uns spezialisiert auf allen Bereichen des Maschinenbaus. Oft kommen Schrauben in Frage, wo wir dann beispielsweise automatisiert Festigkeitsberechnungen durchführen können mit unserer Software. Im linken Bereich sehen Sie eine Rundtaktmaschine, Modalanalyse, wo wir uns die Resonanzen anschauen. Auf der rechten Seite ein Antriebsstrang, wo wir die Bearbeitungskräfte simulieren können im Fräsprozess und sozusagen Stabilitätsthemen bewerten können. Und passend zum Thema Kugelgewindetriebssimulation haben wir auch das Thema Wälzlagersimulation. Hier sehen Sie so eine Übersicht von den unterschiedlichen Lagertypen, die wir mit unseren spezialisierten Bibliotheksmodellen simulieren können. Also beginnen bei einem klassischen Riegelkugellager, Vierpunktlager, Schrägkugellager, Axialradial, Kegelrollenlager, Zylinderrollenlager. Also all diese klassischen Wälzlager haben wir in der Bibliothek und können ähnlich wie bei dem Kugelgewindetrieb Lebensdauerberechnungen durchführen oder wir können mit Genauigkeit sagen, welche Steifigkeit diese Komponenten haben, auch im Zusammenhang mit Baugruppen. Ja, hier ist ein Beispiel von einem Schneckengetriebe, wo man explodierte Ansicht, also das Gehäuse ist sozusagen auseinandergezogen. Hier sieht man, die Antriebswelle wird auf Torsion belastet. Dann hat man hier zwei Rillenkugellager und
man sieht es vielleicht nicht so gut hier, aber hier die Abtriebswelle ist gelagert durch zwei Axialkugellager. Und in solchen Baugruppen macht es manchmal Sinn, solche detaillierten Betrachtungen zu haben, weil es dann oft auf den Kraftfluss ankommt. Und Sie wissen, in solchen Lagern ist es ja auch so, dass man auch biegelassen hat. Manche Kugeln tragen, manche heben ab. Und somit ist es nicht so einfach, mit einfachen Modellen genaue Simulationen durchzuführen. Für solche Dinge kommen diese Wälzlager zum Einsatz. Und ja, eigentlich bin ich jetzt am Ende meiner Präsentation. Wir haben für Sie eine Mini-Umfrage vorbereitet. Ich hoffe, Sie können da mitmachen. Da wird gleich bei Ihnen auf dem Bildschirm ein kleines Fenster aufpoppen. Es geht um eine Frage, die uns sehr stark interessiert, nämlich ob bei Ihnen in der Firma bereits FE-Simulationen eingesetzt werden. Und da gibt es so eine Mehrfachauswahl, die da möglich ist. Da würde ich Sie bitten, vielleicht jetzt in den nächsten Sekunden oder in den nächsten Minuten, Ihre Auswahl zu treffen. Das wäre sehr schön. Und dann würde Steinmeier weitermachen mit deren Vortrag, was eigentlich der Hauptteil ist des Webinars. Und ich denke, dass das für alle der interessanteste Part ist. Ja. Dankeschön. Genau, danke bis dahin. Die Umfrage läuft. Ich würde noch sagen, wir machen noch 20 Sekunden. Danke, dass Sie schon so viel mitgemacht haben. Die ersten, wir sind jetzt als Zwischenstand, wir sind 80 im Webinar, das freut uns sehr. Die ersten 60 haben schon bei der Umfrage mitgemacht. Ich lasse noch ein paar Sekunden auf, dann sehen Sie auch gleich die Ergebnisse. Machen wir noch 5 bis 10 Sekunden. Es sieht aus, als ob die meisten geantwortet haben. Die letzten Zögerer bitte nochmal klicken. So, passt, dann sind wir bei knapp 60 Leuten. Ich mache die Umfrage zu und gebe die Resultate frei. Das müssten Sie jetzt alle sehen. Da sehen Sie mal, wie im Moment so die Verteilung ist. Wir sind für, wenn wir mal sagen, wenn ich heute so auf die Teilnehmeranzahl schaue oder welche Leute heute dabei sind, sind wir auch heute sehr maschinenbaulastig. Da sind wir recht viele Profis. Das deckt eigentlich fast nicht das ab, was so die letzten Umfragen in dem Bereich Maschinenbau ergeben haben. Da sagt man fast, dass die CAD-Erweiterungsnutzer fast eher Richtung 80% gehen. Heute sind die Simulationsinteressierten da. Sie sehen es, wir haben 40%, 41% CAD-Erweiterungsnutzer, 58% setzen Profi-FEA-Software ein. Einige arbeiten mit Dienstleistern, 10% machen im Moment nichts, ist noch nichts geplant. Und bei einigen soll es bald in die Richtung gehen. Danke für die ersten Ergebnisse. Jetzt würde ich an die Kollegen von Steinmeier übergeben. Teilen Sie gerne Ihren Bildschirm und ich mache die Umfrage hier zu. Okay, gut. Hallo zusammen. Können Sie jetzt unseren Bildschirm sehen? Mit dem Logo oben rechts mit Steinmeier. Wenn ja, dann würde ich jetzt einfach mal beginnen mit unserem Vortrag. Zuerst mal zu meiner Person. Mein Name ist Wolfgang Döblen. Ich bin bei der Firma Steinmeier seit gute 25 Jahren Entwicklungsleiter. Und zur Firma Steinmeier würde ich ganz kurz ein paar wenige Takte sagen. Ja, okay. Also die Firma Steinmeier ist eine Firmengruppe, die sich aus drei Standorten zusammensetzt. Hier an unserem Standort in Albstadt stellen wir Kugelgewindetriebe her, aber nicht nur, dass wir sie herstellen, wir entwickeln die auch, vertreiben die auch und haben dann eben über die Möglichkeit auch die Voraussetzungen geschaffen, alle Sonderausführungen und Spezialanwendungen zumindest mal anzugehen. Und das steht dann im Zusammenhang dann mit dieser Erweiterung, wo wir dann die Notwendigkeit gesehen haben, eben tiefer in die Materie einzusteigen und wo wir dann mit der Firma Meshparts auch in Kontakt gekommen sind. Okay. Die Firma Steinmeier an sich in Altstadt hat momentan ca. 430 Mitarbeiter, die sich eben um die komplette Wertschöpfungskette um den Kugelgewindetrieb herum sich beschäftigt. Wir haben natürlich auch die komplette Fertigungsmöglichkeit von ganz kleinen bis eben sehr großen und auch sehr hochbelasteten Spindeln hier im Haus. Als Kunden ist aufzuführen über allem momentan natürlich noch die Werkzeugmaschinenindustrie.
Da sind wir sicherlich einer der ganz großen Zulieferer von Kugelgewindetrieben in Vorschubachsen und haben in diesem Zusammenhang auch einen internationalen Kundenstamm, der dann eben von USA bis nach schlussendlich Asien reicht, wo wir, denke ich mal, auch relativ bekannt in der Branche sind. Wir haben allerdings auch noch andere Standbeine. Da ist zum Beispiel die Luftfahrt zu erwähnen, die dann in letzter Zeit bei uns auch immer mehr Stellenwert eingenommen hat. Und dann eben auch noch Anwendungen, die wir als Schwerlastanwendungen bezeichnen, wo es also zum Beispiel um Spritzgussmaschinen und ähnliche Anwendungen sich handelt, wo vor allem hohe Tragfähigkeiten des Kugelgewindetriebs gefordert sind. Natürlich haben wir im Programm auch noch wesentlich kleinere Spindeln für Handhabungstechnik und Ähnliches. Allerdings sind die momentan noch nicht Gegenstand von entsprechenden Untersuchungen, wo jetzt hier in dem Zusammenhang erwähnt werden soll. So, was dann das Thema Schwerlastkugelgewindetriebe anbetrifft, da haben wir dann eben momentan bei uns im Programm verschiedene Ausführungen, die eben für Spritzgussmaschinen, Pressen oder auch ähnliche hochbelastete Anwendungen gedacht sind. Also alles, was jetzt nicht unbedingt in der Kategorie hohe Präzision oder hohe Dynamik fällt, sondern eben primär mal im Fokus hat hohe Belastbarkeit. Und das heißt eben dann schlussendlich auch, es sind relativ große Spindeln mit großen Kugeln, damit die eben dann für solche hohe Lasten auch geeignet sind. Ausgeführt werden diese Kugelgewindetriebe in der Regel mit einer sogenannten Einzelmutter. Das ist also eine Mutter, die dann nicht irgendwie einen Zweipunktkontakt oder sonst was dann beinhaltet, sondern die ein ganz normales gotisches Profil hat, das bevorzugt mit enger Schmiegung ausgeführt wird, wo sich also recht eng um die Kugel anschmiegt und die dann mit einem entweder geringen Spiel oder leicht spielfrei montiert werden. Weiterhin als Besonderheit haben wir dann dort spezielle Umlenkungen und auch zum Beispiel sogenannte Spacer zur Geräuschminimierung zwischen den Kugeln. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Kugeln relativ groß sind und ansonsten das auch ein Geräuschthema geben würde. Und wir haben dort verschiedene Anwendungen im Laufen von angefangen, dass es im Ölbad quasi eine Sumpfschmierung gibt, bis über Langzeitschmierung mit Hochlastfetten und ähnlichen Anwendungen. Was immer wieder ein Thema ist, das ist, dass wir im Endeffekt mit der Auslegung von solchen Schwerlastspindeln uns am Anfang von der Historie, das ist jetzt schon zwischenzeitlich über 15 Jahre her, sehr schwer getan haben, weil oft nicht immer richtig klar definiert war, wo die Lastrichtung herkommt, wo eigentlich dann zu erwarten ist, dass es eventuell Probleme geben kann. Und dort hat man dann im Lauf der Zeit mal ein richtig dickes Problem, was hier auf den Folien jetzt auch so ein bisschen dargestellt wird. Da sehen Sie hier ganz massive Laufbahnausbrüche aus dem Spindelgewinde. Sie sehen geteilte Kugeln, die sind einfach zerbrochen. Sie sehen auch in der Mutter ähnliche ganz starke Ausbrüche. Und dabei handelt es sich um eine mehr als ausgewachsene Spindel. Das ist ein Durchmesser 63 x 20. Links sehen Sie ein Bild von dieser Ausführung. Also da können Sie sich vorstellen, welche Kräfte gewirkt haben müssen, damit dann eine Spindel dermaßen stark beansprucht wird. Und da haben Sie dann eben, oder darüber entstand dann auch unser Problem. Wir haben lokal ganz stark überhöhte Laufbahnausbrüche. Das sehen Sie auf der Spindel relativ eindrucksvoll, dass es eben so an den rot markierten Stellen immer mal wieder was gab. Am Ende der Spindel war es relativ viel, am Anfang war es nur so sporadisch. Wir haben dann eben auch genau diese geteilte Kugeln, die sind immer mal wieder in manchen Umläufen entstanden. In manchen waren sie auch mehr oder weniger noch zumindest rund. Und das hat alles dazu geführt, dass wir irgendwann mal vor einem ziemlich großen Rätsel standen, weil das war nach den seinerzeit üblichen Berechnungsmethoden überhaupt nicht erfassbar, woher denn diese lokale Überhöhungen der Kraft resultiert sind, wieso denn eigentlich das vor allem an einem Ende, wo wir es überhaupt nicht vermutet haben, dann die stärksten Beanspruchungen gehabt hat, warum dann die Last nicht gleichmäßig über die Kugeln verteilt wurde und ähnliche Fragestellungen sind da ganz
ganz stark irgendwo zur Diskussion gestanden. Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um über Prüfstandsversuche, um über irgendwelche analytische Verfahren dem Problem uns zu nähern. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das war eigentlich alles vergebene Liebesmühe. Wir haben es effektiv nicht irgendwie enträtseln können. Und in dieser Phase, wo eigentlich eine relativ große Not dann dadurch bei uns entstanden ist, wenn wir es einfach, ja, einfach keine Strategie gehabt haben, wie wir das ganze Ding so irgendwie zum Laufen kriegen, in dieser Phase kam dann der Herr Dadalau auf mich zu und hat dann gemeint, er könnte das berechnen, was zuerst mal auf relativ starke Skepsis bei mir gestoßen hat, aber angebracht der Tatsache, dass wir auch gar keine Alternative gehabt haben, haben wir dann gesagt, ja, also, dann mach bitte einfach mal einen Versuch. Und er hat dann das Ganze in der Form versucht anzugehen, wie wir es jetzt dann anschließend dann auch sehen. Dass also das Ganze, so wie es vorher auch gestiltet hat, simuliert wurde, dass die Mutter so in der Form abgebildet wurde, wie sie dann eben auch rein geometrisch gefertigt wurde. Auch die Spindelwelle wurde zumindest der relevante Teil, der sich in der Mutter befindet, genauso detailgetreu abgebildet. Auch mit den Kugelmodellen, wie er es vorher geschildert hat, den vereinfachten, wurde das Ganze so simuliert. Und im ersten Angang dann quasi als Dienstleistung zuerst mal von ihm für uns durchgerechnet. Und hat das durchgerechnet. Und da haben wir dann eben auf der linken Seite als Ergebnis erhalten, dass wir dann doch eben ganz für unser Verhältnis eigentlich stark unerwartete Verhältnisse gehabt haben, die nicht nur eine Verformung in Axialrichtung zugrunde gelegen haben, das war ja zu erwarten bei einer Axialbelastung, sondern eben die von ihm vorher auch erwähnten Verkippungseffekte und ähnliche Torsionseffekte sich eingestellt haben, die auch in einer für mich völlig unerwarteten Größenordnung aufgetreten sind, die dann eigentlich auch recht zwanglos genau an den in der Praxis aufgetretenen Stellen, wo die Schäden waren, die größten Verformungen berechnet hat. Und das war ein relativ eindrucksvolles Erlebnis für mich, weil ich habe ganz bewusst den Herrn Dadalau überhaupt keine Information gegeben, wo die Fehler sind und was im Prinzip eigentlich im Detail unser Problem ist. Ich habe mehr oder weniger so ein bisschen den Nebel stochen lassen. Und das Ergebnis war mehr als eindrucksvoll, weil es waren eben, wie gesagt, genau die Stellen, wo wir in der Praxis eben auch die Probleme hatten. Und nachdem das dann eigentlich bis hierher überraschend gut ausgesehen hat, haben wir dann eigentlich beschlossen, ja gut, dann könnte man ja eigentlich auf dieser Basis auch die entsprechende Optimierung durchführen. Und da haben wir dann verschiedene Schritte, wie man dann über entsprechende Steigungsabweichungen oder Steigungsdifferenzen zwischen Mutter und Spindel, über entsprechend unterschiedlich große Kugeln, über die Anordnung der Umlenkstücke und alle solche konstruktiven Details, haben wir verschiedene Optimierungsroutinen gefahren und haben am Schluss dann eine Lösung gefunden, die dann eigentlich zumindest mal auf dem Papier deutlich bessere Ergebnisse gezeigt hat. Sie sehen jetzt auf der rechten Seite einen Schnitt, wo wir da eben durch die gleiche Ebene gemacht haben, wo dann diese Verformung in etwa halbiert wurde schon. Und das war dann irgendwo der Start, wo wir gesagt haben, jo, das könnte vielleicht dann ein entsprechendes Ergebnis geben, wo wir dann hoffentlich eine deutlich bessere Lastverteilung über die ganze Mutter erzielt haben und wo dann entsprechend die Lebensdauer des Kugelgewindetriebs auch höher sein müsste. Und das wurde dann zuerst mal noch berechnet, wie viel wir konkret an derartigen Effekten denn, erwarten. Dazu wurde dann das Ursprungsmodell, diese Konfiguration V1, mal genau noch analysiert. Und da sehen Sie auf, links oben auf dem Diagramm eben genau diese Kugelkraftverläufe über die Mutterlänge. Die ersten drei oder die ersten zwei Hubel nach oben, das erste Drittel der Kurve, das ist eben der erste Block an Umlenkungen. In der Mitte ist der zweite und rechts dann der dritte.
Und da sehen Sie, dass das eben nicht nur innerhalb von einem, so einem umliegenden Block eine ganz große Schwankung einnimmt, also die Kugelkraft von ein bisschen über 3000 bis fast 5000 Newton schwankt, also eine Welligkeit von ungefähr 1600 Newton entspricht. Das ist natürlich auf Basis von einem Durchschnittswert von wegen mir 4000, ist das sehr, sehr viel. Das sind ja 40% an Schwankungen allein, was wir da haben. Und dass es sich über die Mutter auch nicht irgendwie komplett gleich verhält, sondern dass es da so bauchartig in der Mitte entsprechend abgeschwächt, aber am Ende dann wieder zunehmend verhält. Man sieht, dass das eben dann die blaue Kurve, die ist die Flanke, wo die Kugellast wirkt. Deswegen sieht man bei Compact Force 2, das ist dann die entlastete Flanke unten, dass natürlich dort keine Kraft mehr wird. Sinngemäß auf die Kontaktpressung bezogen, was das eben an Spannungen im Kugelkontakt verursacht, sieht man dann einen ähnlichen Verlauf. Das heißt, wir haben dann immer dort, wo Kraftspitzen sind, eben auch Spannungsspitzen, die dann eben in der Größenordnung auch von so 2800 Megapascal kommen, was eben als Maximalkraft schon relativ viel ist. Das ist noch nicht jetzt wirklich irgendwie bedenklich oder ganz dramatisch, aber wenn eben das immer wieder an der gleichen Stelle wirkt, dann ist es einfach eine deutlich kürzere Lebensdauer, was dann eben an der Stelle verursacht wird, wie wenn sie in einem Spannungsminimum sind, wo dann teilweise eben so nur um die 2000 Megapascal herrschen. Dort ist eben zu erwarten, dass die Belastung so viel geringer ist, dass die Lebensdauer deutlich höher wird. Auch die Auswirkungen in Bezug auf den Kontaktwinkel kann man berechnen. Und auch wenn das jetzt recht undramatisch aussieht, dass es im Prinzip eigentlich ja nur so um ein paar ganz wenige Grad schwankt, bedeutet es faktisch trotzdem nichts anderes, wie dass es in der Form unterschiedliche Umlaufgeschwindigkeiten der Kugeln gibt, was immer wieder zu Effekten führt, dass es dann eben so ein bisschen auch einen Kugelstau gibt, dass damit eben auch noch innere Kräfte erzeugt werden, die zu alledem, was berechenbar ist, eben noch überlagernd hinzukommen. Also sprich, es war die Ausgangsbasis, wo wir einfach einen ganz stark schwankenden Verlauf der Kugelkraft über die Mutterlänge hatten. Und weil es lokale Überhöhungen genau an den Stellen gab, wo wir es im Versuch auch festgestellt haben, haben wir dann anschließend diese Optimierung gemacht. Und da sieht man dann hier in der letzten Ausbaustufe einen relativ komischen Verlauf von der Kraft. Aber man sieht, dass die Welligkeit deutlich geringer wird und auch das Niveau ist entsprechend leicht abgefallen. Das heißt, unterm Strich, wir haben eben durch verschiedene konstruktive Maßnahmen versucht, das Ganze so zu glätten. Und man sieht auch die unterschiedliche Einwirkung dieser Maßnahmen, die da entsprechend diese Glättung verursacht haben. Man muss ganz klar sagen, es ist keine Idealkurve geworden, aber sie hat eben deutlich weniger Schwankungen. Und da sieht man zum Beispiel dann auch in der Spannungsspitze, in der Druckspannung zwischen Kugel und Laufbahn, auch diese Kurve ist gegletterter, sieht jetzt irgendwie eben auch nicht wirklich schön aus, aber ist im Niveau deutlich besser. Allein mit dem Kontaktwinkel haben wir keine ganz wesentliche Änderung bekommen, der ist mehr oder weniger auch noch konstant geblieben. So, das war eben dann die Thematik, bis zu der wir dann eben diese Optimierung durchgeführt haben. Und jetzt würde ich noch mal kurz an Herrn Ziegler übergeben, zwecks der Umfrage. Jawohl, wir haben jetzt noch eine kleine Rätselfrage vorbereitet. Ich starte die Umfrage. Das ist die zweite Frage, die geht jetzt genau um den vorgestellten Fall von Herrn Klöblen. Sie müssten jetzt schon das Ganze sehen. So, und zwar jetzt. Und zwar ist die Frage, die wir vorbereitet haben, was denken Sie denn jetzt? Sie haben das Ausgangsmodell gesehen, das und jetzt diese V4, das optimierte Modell. Um wie viel Prozent hat sich denn die Lebensdauer verbessert nach den Optimierungsmaßnahmen, die durchgeführt wurden? Das lasse ich mal kurz auf. Die ersten 10 haben geantwortet. Ich lasse es mal noch ein paar Sekunden auf. Und dann stellen die Kollegen das Ergebnis vor.
Ja, super, auch jetzt. Wir sind schon wieder über 50, die mitgemacht haben. Okay, sehr gut. Wir sind wieder bei knapp 60. Ich würde sagen, 5 Sekunden, dann machen wir zu. Dann lösen wir auf. Ich beende die Umfrage jetzt und zeige Ihnen mal das Ergebnis. Und zwar sind hier die Ergebnisse. 12% sagen, dass die Optimierung größer 50 liegt, 45% die meisten bei größer 200%, 38% bei größer 400 und 5% insgesamt 3 Leute bei größer 800. Dann würde ich sagen, lassen wir mal die Kollegen von Steinmeier, die sollen mal das Geheimnis lüften. Okay, dann würde ich mal das Geheimnis lüften und möchte gleich noch dazu sagen, wir haben eben das alles auf Basis von rechnerischen Werten, die dann im Zusammenhang zwischen dieser Wälzbelastung und der dann sich ergebenden rechnerischen Lebensdauer auf dieser Basis berechnet. Das heißt, das ist nicht die wirkliche, dann tatsächliche Lebensdauer, sondern die rein rechnerische Lebensdauer auf Basis dieser Wälzkontaktspannung. Aber wir haben eine mehr als dramatische Vergrößerung erreicht. Das ist in etwa das Achtfache. Das sehen Sie unter an der Logik, an der Tabelle in dieser V4-Spalte, also in der untersten Zeile. Allein der Abfall der Wälzspannung von eben durchschnittlich 2800 auf 2200 Megapascal, was ja wirklich jetzt nicht so ganz dramatisch viel sich anhört, aber allein dieser Abfall der durchschnittlichen Spannung um diesen auf dieses Niveau erhöht die rechnerische Lebensdauer um viele Faktoren. Und das haben wir dann anschließend natürlich auch ausprobiert. Das haben wir natürlich auch umgesetzt und entsprechend im Test gefahren. Und ich kann Ihnen nur sagen, die Rechnung ging auf. Wir haben die Last besser, deutlich besser verteilt bekommen auf der Spindel. Wir haben natürlich genauso auch entsprechende Laufbahnermüdungserscheinungen irgendwann mal festgestellt, aber das war erstens viel später und zweitens eben genauso gleichmäßig, wie wir es eigentlich auch erhofft haben. Die Quintessenz aus der ganzen Erkenntnis ist ganz einfach in zwei Richtungen dann gelaufen und das wäre dann auch der Abschluss von meinem Teil des Vortrags. Wir haben zum einen dann genau diese Strategie der Konzeption des Designs unserer sogenannten Schwerlastspindel dann auf dieser Basis umgesetzt. Das heißt, wir haben diese ganze Optimierungsmaßnahmen dann jetzt auch flächendeckend in unserem Fertigungsprogramm von diesen Schwerlastspindeln implementiert. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, wir haben auf Basis dieser Erkenntnisse das Programm der Firma Meshparts gekauft. So. Ich wäre jetzt mit meinem Teil des Vortrags fertig und würde jetzt an Herrn Ziegler übergeben, Mitarbeiter bei uns im Haus Steinmeier, Herr Zimmermann, sorry. Und er wird Ihnen noch kurz ein paar weitere Berechnungen, die wir im Zusammenhang mit dieser ganzen Logik, wie sich ein Kugelgewindetrieb auch unter Axiallasten dann verwindet, verformt, tordiert und ähnliches. Er würde Ihnen dann noch ein paar Berechnungsergebnisse schildern, was eben zum einen in Abhängigkeit von den bisher üblichen Annahmen aus der ISO 3408 an Unterschiede aufgetaucht ist und auch noch in den zweiten Teil, was dann diese Unterschiede zwischen einer eingängigen und einer zweigängigen Spindel auch in Bezug auf die Lastverteilung anbedeutet. Also ich übergebe das Wort an Herrn Zimmermann. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Klöbel. Auch von meiner Seite möchte ich Sie begrüßen. Mein Name ist Zimmermann Andreas. Ich bin jetzt seit ca. 2 Jahren bei der Firma Steinmeier als Entwicklungsingenieur tätig und ja, schlage mich auch unter anderem mit dem Thema Finite Elemente. Und ich möchte gleich mal mit Ihnen ein Beispiel einsteigen, ein weiteres Beispiel, womit wir uns befasst haben. Der Herr Dattelau hat schon erzählt, dass bei der Berechnung von KGTs vieles vereinfacht wird oder vereinfachte Annahmen getroffen werden, weil das von Hand einfach ja, teilweise nicht mehr rechenbar ist und uns schon gar nicht vorstellbar ist, was da passiert.
Und mit einer Vereinfachung, sage ich mal, wollten wir mal aufräumen oder haben mal eine Vereinfachung aus der ISO 3408 mal angeschaut. Und zwar ging es da darum, praktisch diese Kugelkontaktverlusttheorie nach der ISO 3408 zu überprüfen. Es hat Ihnen gleich, um was es genauer geht. Und zwar, gut, Behauptung stimmt nicht ganz. Man kann sagen, eine vereinfachte Annahme, die die ISO 3408 bestellt, ist die, dass bei einer äußeren Kraft, also bei einer axialen Belastung, die größer ist als 2,83 mal die Vorspannkraft, also die wirkende Kraft praktisch, die größer ist als 2,83 mal Vorspannkraft, dass, wenn die herrscht, dass sich praktisch die Kugeln einer Einzelmutter und einer Doppelmutter gleichermaßen von der entlasteten Wälzlaufbahn ablösen. Und diese Theorie geht wiederum aus der vereinfachten Annahme, dass zwischen so einem KGT, wenn der praktisch diese axiale Kraft erfährt, dass praktisch diese dort eine gleichmäßige Lastverteilung, praktisch dieser äußeren wirkenden Kraft auf die Kugeln, jetzt habe ich mich ein bisschen versprochen, dass praktisch diese äußere Kraft praktisch gleichmäßig auf alle Kugeln der belasteten Wälzlaufbahn wirken soll. Jetzt habe ich es. Genau, und unsere Vermutung war jetzt die, schon bevor wir mit Meshpads gerechnet haben, einfach aus Erfahrungswerten und aus einfachen, sage ich mal, Streitigkeits- und Kraftflussbetrachtungen, war die, dass dieser Faktor, um den es hier geht, dass der für die Einzelmutter nicht gilt. Was so viel bedeutet, dass wenn dieser Fall herrscht, dass diese axiale Kraft wirkt, die größer ist als 2,1 mal Vorspannkraft, dass sich praktisch immer noch Kugeln in Kontakt mit der entlasteten Wälzlaufbahn befinden. Und das Ganze haben wir untersucht. Und bevor ich die Ergebnisse präsentiere, möchte ich ganz kurz erklären, was eine Doppelmutter ist, was eine Einzelmutter ist. Und hier haben wir jetzt eine einfache Einzelmutter mit einem Gang, die einen Vierpunktkontakt hat. Unten sehen Sie praktisch den Abschnitt der Spindel und hier ist, also Querschnitt meine ich, und Querschnitt der Mutter. Hier jeweils die Kontakte oder Wälzkontakte. Und oben ist praktisch die Doppelmutter, die praktisch zwei Kugelketten hat. Und hier handelt es sich um den klassischen Zweipunktkontakt. Praktisch diese Kugelkette verhält sich nach diesem Muster, das praktisch Pfeilspitzen stellen praktisch den Kugelkontakt dar. Unter 45 Grad meistens. Und die rechte Kugelhälfte verhält sich praktisch nach diesem Kontakt verhalten. Und in der Mitte praktisch durch diesen Versatz wird praktisch diese Vorspannung aufgebracht. Und die ISO kommt jetzt also her und sagt, wenn man hier jetzt an dieser Spindel zieht und die Mutter praktisch festlagert oder sage ich mal, oder hier die Spindel festhält und dann an der Mutter hier in diese Richtung zieht, oder gehen wir davon aus, dass man hier jetzt an der Spindel zieht in diese Richtung, dass praktisch diese Kugeln hier belastet werden oder diese Kontaktflanken und hier diese Kontakte oder hier der Kontakt verloren geht. Also praktisch, dass die komplette linke Kugelhälfte unter diesem Faktor keinen Kontakt mehr zu Mutter oder zu Spindel haben. Und diese Behauptung wird jetzt praktisch, oder diese Annahme bezieht sich jetzt laut ISO 3408 auch auf die Einzelmutter. Dass genau das Gleiche auch hier passiert. Wenn die Spindel gezogen wird, dass hier die Mutter die Kugeln gestaubt werden, diesen Kontakt, und hier aber so weit entlastet, dass hier kein Kontakt ist. Das ist die Annahme gewesen bisher. Und wir wussten schon vorher, gerade wie ich erwähnt habe, aus Kraftfluss- und Streifigkeitsbetrachtung, dass das nicht sein kann. Wenn man sich das so anschaut, dann kommen eigentlich sehr viele Einflussfaktoren, die dagegen sprechen, dass das Verhalten genauso ist wie hier, wie in der Doppelmutter. Und unter anderem die wesentlichen Einflussfaktoren, die das praktisch widerlegen, sind eigentlich so die Verkippung der Spindel bzw. der Mutter und die unterschiedlichen Mutternstreifigkeiten. Wenn man das sich mal vorstellt, wie soll ich sagen, man kann das so ein bisschen gleichsetzen wie mit einer Feder. Man sieht, dass die Mutter, sage ich mal, wenn sie in die Richtung gedrückt wird, dass sie sich stärker zusammenstaucht, wie jetzt praktisch die Mutter, dass die einfach steifer ist und hierdurch einfach natürlich größere Kugelkraftspitzen, sage ich mal, herrschen. Das Ganze haben wir dann simuliert, und um zu schauen, ob wir mit unseren Annahmen natürlich auch recht haben,
Und man sieht tatsächlich, also eine Gesamtverformung der Einzelmutter ist um 1,7 μ kleiner wie die von der Doppelmutter. Und natürlich war schon die erste Vermutung auch richtig gelegen, dass die einfach steifer ist. Und der andere Einflussfaktor war, wie ich erwähnt habe, die Verkippung. Man sieht, bei der Einzelmutter ist die Verkippung dreimal so hoch fast wie bei der Doppelmutter. Und diese beiden Effekte, also das sind so, sage ich mal, die Haupt-Einflussfaktoren, die führen dazu, dass unter dem Faktor, also 2,83, dass der praktisch für diese Einzelmutter nicht gilt, weil wir immer noch aufgrund der Verkippung immer noch Kugeln haben, die tatsächlich Kontakt haben zu der entlasteten Wetzlaufbahn. Wogegen diese Doppelmutter praktisch, wenn man hier nach links sieht, dass diese Kugeln tatsächlich keinen Kontakt mehr hatten zur Wetzlaufbahn. Genau, das war so die erste Theorie, die wir, sage ich mal, ja, bewiesen haben oder halt Vereinfachungen, die wir geschlichtet haben, sage ich mal so. Hier vorne so, denke ich mal, erklären. Und natürlich ist es auch für uns intern wichtig gewesen, dass auch unsere Erfahrungen, sage ich mal, sich decken mit komplexen Berechnungen. Und zweiter Anwendungsfall, was wir vor kurzem untersucht haben, war ganz einfach. Wir haben ja im Programm die zweigängige und die eingängige Einzelmutter. Und da hat man dann vor sich folgende Untersuchungsgegenstände gehabt. Man hat zum einen die Deformation untersucht, die Kugelkontaktkräfte und Kugelkontaktwinkel. Das sind so, vor allem die Kugelkontaktkräfte und Kugelkontaktwinkel sind für uns so, sag ich mal, das Steckenpferd für, die optimale Entwicklung einer Mutter, sage ich mal. Und das Ganze haben wir unter Last angeschaut. Und so wie Herr Dadal auch schon erwähnt hat, der große Vorteil war, man muss jetzt diese einzelnen Kugeln nicht selber platzieren und selber irgendwie Steifigkeitswerte vergeben und was mit sehr viel Arbeit verbunden gewesen wäre. Und das Ganze wird einfach automatisch generiert nach einem Kugelmodell, das Ihnen Herr Dadal auch schon erklärt hat. Und das Ganze rechnet sich dann innerhalb von ein paar Minuten. Das war dann der große Vorteil. Um auch hier nochmal zu verstehen, was mit einer eingängigen, zweigängigen Einzelmutter gemeint ist. Also wir haben hier bei einer eingängigen einfach nur eine Kugelkette, die über eine Rückführung praktisch über die Kugel wieder zurückwandern können. Und bei einer zweigängigen sind es halt einfach zwei Kugelketten, die um 180 Grad zueinander, sage ich mal, verdreht sind. Genau. Und die Vermutung war schon gewesen, bevor wir gerechnet haben, dass die Kugelkontaktkräfte in einer zweigängigen Einzelmutter viel homogener sind unter Last als in einer eingängigen, aufgrund einfach der Kugelverteilung in der Mutter. Man sieht jetzt hier zum Beispiel, wenn man die eingängige anschaut, wenn Sie die obere und die untere Kugel im Querschnitt anschauen, dann sehen Sie, dass es hier einen Versatz gibt. Das praktisch geht auch nicht anders natürlich. Die Kugeln folgen einer Helix. Und das führt dazu, dass die hinterste Kugel und die erste Kugel natürlich die Spindel irgendwie schief in die Schieflage bringen, auch unter Last. Und dann natürlich hier und da sich gewisse Kraftspitzen ergeben. Kugelkontaktkräfte, sage ich mal. Also außerordentlich starke, sage ich mal. Ja. Zumindest stärker wie hier. Das war so unsere Vermutung gewesen. Und hier sehen Sie, dass die Verkippung, von der wir ja ausgegangen sind, dass es in der Einzelmutter ja viel stärker ist, dass sich das auch dann in dem FBR-Modell auch bewahrheitet hat, dass man hier einen viel, viel, sage ich mal, homogeneren Verlauf sieht. Also man sieht zum einen, dass die Kugeln natürlich symmetrisch hier platziert sind und deswegen die Spindel überhaupt erst gar nicht so richtig die Chance hat zu verkippen. Schlägt sich auch in den Werten nieder, da haben wir 0,0 Mikrometer. Und das Wichtige war jetzt einfach, dass wir unsere Ergebnisse auch oder Erfahrungswerte auch mit den FBM-Ergebnissen auch, dass sie sich einfach decken. Und wir natürlich, wie soll ich sagen, wie in unserem Verständnis auch bestätigt waren, ja, über die Kugelmodelle. Und zum Glück hat Ihnen Herr Dadelau das vorhin schon erklärt, also zumindest möchte ich das noch ganz kurz machen. Also vielleicht stellen Sie sich ganz kurz mal die flache
zwei Linien da kurz mal, denken Sie sich die mal kurz weg und konzentrieren Sie sich nur auf diese Schwingung, die beiden sinusförmigen Stromkontaktkräfte. Stellen Sie sich vor, wir ziehen wieder hier an der linken Spindelende, hier ist es fest eingespannt. Und dann passiert ja Folgendes, ich ziehe an der Spindel und habe hier eine Quetschung und hier eine Entlastung. Und wir konzentrieren jetzt nur auf die Mutter und auf diese zwei Kontaktpunkte. Und dann sehen Sie, hier wird praktisch belastet, das ist CP2, das ist einfach der Kontaktpunkt. Das ist, genau, und hier wird praktisch entlastet, was Sie hier unten sehen. Und das Wichtige, was für uns, wie soll ich sagen, uns ins Auge gesprungen ist, ist eigentlich das, dass man, wenn man das vergleicht mit einer zweigängigen Mutter, die zwei Kugelketten hat, eben genauso nach diesem Prinzip, dass man sieht, dass sie viel, ja, sage ich mal, viel flacher verläuft, also dass es da keine solchen Kraftspitzen, sage ich mal, Kugelkontaktkräfte gibt, die jetzt irgendwie da lokal die Mutter beanspruchen, sondern dass das Ganze viel flacher verläuft, einfach viel homogener. Sowohl also der belastete Teil, der auch, sage ich mal, der wichtige ist von den beiden, so wie auch der entlastete Teil. Das Ganze haben wir natürlich auch, das Gute ist, dass mehr Spaß uns auch die Kugelkontaktwinkel zeigt, die auch praktisch sehr wichtig sind, wie laufen die Kugeln unter Belastung, laufen sie zusammen oder nicht. Man kann dann solche sag ich mal, Rechnungen anstellen anhand der Kugelkontaktwinkel, die man von Mehrspaß bekommt, die Mehrspaß errechnet. Und genauso funktioniert das auch. Also man kann praktisch diese Logik mit diesem CP1-CP2 auf die Kugelkontaktwinkel übertragen. Und man sieht auch hier, dass praktisch diese Mutter mit die zweijährige Mutter auch in den Kontaktwinkel viel flacher verläuft wie jetzt die eingängige. Noch kurz zur Handhabung der Software. Also ich nutze sie persönlich jetzt schon seit einem Jahr. Ich muss sagen, aus persönlicher Sicht ist der Umgang mit der Software eigentlich sehr, also relativ schnell erlernbar, wenn man natürlich das Interesse mitbringt und Lust auf dieses Thema hat. Und die Bedienbarkeit ist auch sehr einfach und selbsterklärend. Man geht über irgendwelche, sag ich mal, Einstellungen drüber und dann erscheint ein Fenster mit Erklärung, was es praktisch diese Einstellung macht. Man kann tatsächlich schon mit wenig Wissen eigentlich schon sehr, sehr komplexe Modelle simulieren. Also man muss, ja, sage ich mal, über den Kugelgewinnbetrieb jetzt nicht alles wissen, um den simulieren zu können, sage ich mal. Aber wiederum, wenn es um die Auswertung der Ergebnisse geht, da sollte man schon ein bisschen Fachwissen aus dem Maschinenbau mitbringen. Aber ich denke, das geht auch, wenn man eine gute Schulung macht. Und ich denke, Mehrspaß bietet da bestimmt auch was an. Was die Bedienbarkeit angeht, zum Beispiel, wie ich das Modell drehe oder wie ich einfach das mit dem Modell hantiere, das ist eigentlich bekannt. Da fühlt man sich eigentlich sofort, sage ich mal, zu Hause, wenn man mit CAD-Programmen arbeitet. Und das Ganze bietet sehr viele natürlich Anwendungsmöglichkeiten, also nicht nur Festigkeitsbetrachtung, man kann auch eine Modalanalyse machen, also Schwingungsanalysen und so weiter. Und ein großer Vorteil für mich persönlich war jetzt der, wenn ich jetzt schwere Simulationsfälle hatte oder irgendwelche Fragen, dann war es eigentlich, was ich sagen muss, sehr, sehr großer Vorteil, dass der Support eigentlich immer verfügbar war oder halt sehr schnell auf reagieren konnte. Das hat natürlich sehr dazu beigetragen, dass man seine Simulationsaufgaben sehr gut lösen konnte. Und das ist, denke ich, für uns das Wichtigste, ist, denke ich, zum Schluss, dass die Ergebnisse sich mit den analytischen Berechnungen und auch aus Erfahrungsstabilität weitestgehend decken und wir uns einfach in unseren bisherigen Erfahrungen, sage ich mal, ja, bestätigt sehen. Ja. Und als Fazit würde ich einfach sagen, dass es einfach die Software Mehrspaß hat uns ermöglicht, die Komplexität unserer Produkte einfach zu verbessern, so wie Sie es gesehen haben. Und einfach an diesen Stellen, wo es dann nötig ist, einfach zu optimieren. Genau. Kurzer Überblick über unsere Anwendung. Das waren jetzt nur einige von vielen weiteren
die wir gemacht haben und die noch kommen werden natürlich. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken. Vielen Dank auch von unserer Seite, Herr Klöppel, Herr Zimmermann. Danke, dass Sie für Ihren tollen Vortrag. Wir haben leicht überzogen. Ich hoffe, alle, die noch drin sind, wir sind noch eine gute Teilnehmerzahl. Wir haben jetzt noch Fragen und Antworten. Wir haben auch schon einige Fragen bekommen. Ich hoffe, Sie genehmigen uns noch ein bisschen Zeit. Das würden wir jetzt machen. Ich würde direkt loslegen und nicht viel Zeit verlieren. Die Fragen mal offen gestalten. Wer sie aufnimmt, wer sie beantwortet, lasse ich Ihnen beiden offen. Die erste Frage ist, wird das Umkehrspiel auch berücksichtigt? Das war die erste Frage. Ja, das Umkehrspiel wird auf jeden Fall berücksichtigt. Wenn Sie Spiel als Parameter definieren, dann wird auch mit Spiel simuliert. Also Sie haben die Wahl, ob Sie Spiel haben oder Vorspannung haben. Das können Sie alles als Parameter einstellen. Okay, nächste Frage. Wenn Sie, wie gesagt, wenn Sie noch ergänzende Fragen haben, benutzen Sie die Fragen-Antwort-Funktion. Ich gehe jetzt mal durch. Es hat auch gerade schon jemand die erste Hand gehoben. Das würde ich zum Schluss machen. Das ist halt. Ich gehe erstmal die Fragen jetzt durch, die wir praktisch im Laufe des Vortrags bekommen haben. Nächste Frage ist, wird Materialfestigkeit berücksichtigt? Fließt es in die Berechnung mit ein, da die kritische Drehzahl und Knickung davon abhängt? Nein, also die Modelle, die wir haben, haben lineare Materialeigenschaften, nicht weil wir das nicht auch nicht linear definieren könnten, sondern weil wir den Rechenaufwand minimieren wollen. Es ist so, dass wir letztendlich diese Pressungen, die Sie bei Steinmeier jetzt in der Präsentation gesehen haben, diese Kontaktpressungen, die ja die Lebensdauer letztendlich begrenzen, die werden ja ohnehin aus den berechneten Kräften analytisch ermittelt. Das heißt, Und es ist immer so das Ziel, dass man unterhalb einer gewissen Fließspannung bleibt. Das heißt, es ist nicht interessant, was passiert, wenn das Material plastifiziert, sondern es ist interessant, dass diese Spannungen immer drunter bleiben. Und deswegen ist es bei dieser Art von Untersuchung nicht notwendig, dass wir nicht nur das Materialverhalten haben. Wobei natürlich uns die FEM-Methode uns das auch erlauben würde. Das haben wir aber nicht. Okay, aber zum Beispiel unterschiedliche Materialien bei Kugeln und so weiter sind ja möglich. Unterschiedliche Materialien im Sinne von E-Modul, Materialdichte und so weiter, das ist möglich. Aber wie gesagt, alles nach der Hertzschen Theorie berechnet. Die Hertzsche Theorie an der Stelle sagt ja nur was für ein elastisches Verhalten. Okay, nächste Frage. Wird auch eine unterschiedliche Kugelgröße berücksichtigt? Kann man das berücksichtigen bei den Berechnungen? Ja, da haben wir die Möglichkeit, tabellarisch, Sie haben die Möglichkeit, freie Verläufe der Abweichungen von dem Nenndurchmesser zu definieren über eine Excel-Tabelle. Das ist im Prinzip eine Zeile in der Excel-Tabelle und MeshSchwarz kann diese Zeile laden und entsprechend die Kugelübermaßgrößen oder Spielgrößen entsprechend anzupassen. Okay, dann würde ich mal sagen, eine Frage an die Kollegen von Steinmeier. Ergibt sich durch die FE-Berechnung eine höhere oder niedrigere Lebensdauer als beispielsweise im Vergleich zur Norm? Die Frage ist eigentlich nicht beantwortbar, weil die FE-Berechnung ja keine Lebensdauer ergibt, sondern nur eine Spannung. Wenn man dann diese Spannung zugrunde legt und versucht, über die quasi rückwärts eine Lebensdauer zu errechnen, kommt in etwa Vergleichbares raus wie durch die bisherige DIN. Aber rein der Vergleich zur DIN, das ist, da kommt in etwa die gleiche Größenordnung raus, aber wir haben eben dann den Vorteil, dass wir gesichert dann nirgends lokale Spannungsüberhöhungen haben, die ja in der DIN nirgends betrachtet werden kann. Und von dem her, wenn richtig angewendet, dann muss eigentlich logischerweise auch eine höhere Lebensdauer rauskommen. Okay, super, danke. Dann eine etwas längere Frage. Hier fragt jemand nach der Möglichkeit von thermisch-mechanischer Kopplung. Also praktisch, die Frage geht weiter. Würde schon der thermische Einfluss auf Vorspannung sowohl Einzel- als auch Doppelmutter simuliert und mit experimentellen Tests verglichen? Also vielleicht die erste Frage. Also vielleicht den ersten Teil kann ich übernehmen, danach vielleicht Steinmeier. Ja. Klar, thermische Lasten können Sie jederzeit definieren in MeshSchwarz. Es ist ja eine Fintelemente-Software, da können Sie alles, was strukturmechanisch betrifft, auch die Thermik berücksichtigen. Und ob das jetzt bei Steinmeier im Vorfeld berücksichtigt worden ist, müsste Steinmeier beantworten.
Bisher noch nicht, aber steht auf der Agenda. Sehr schön. Okay, das heißt, auch da fehlen im Moment experimentelle Validierungen durch Tests, aber wird dann kommen. Vielleicht wird daraus mal ein Artikel entstehen. Dann nochmal, ich denke, die Frage ist auch an kann man an Steinmeier richten. Werden die Einflüsse der Ölschmierung im Simulationsmodell abgebildet, um Reibwärme-Lebensdauer zu berechnen? Falls ja, wie? Und nächste Zusatzfrage auf Basis der EHD-Theorie. Nein, wir haben kein EHD-Modell in unseren Modellen hinterlegt. Wäre tatsächlich eine mögliche Weiterentwicklung, ist derzeit nicht drin. Die Simulationen, die man typischerweise mit unserer Software im Bereich Google Gewinnetrieb durchführt, sind eher statische Berechnungen, wo es darum geht, bei einer gewissen Last die Lastprofile zu optimieren, also im Prinzip die Lebensdauer zu optimieren. Ich glaube, es ist in der Praxis ein sehr hilfreiches Tool, wenn Sie einfach Kugelgewinnetrieb optimieren wollen. Aber wir haben momentan nicht den Anspruch, dass Sie jetzt alle dynamischen Effekte abbilden. Okay, dann die nächste Frage. Wie lässt sich die Welligkeit in Klammer Sinusverlauf der Kräfte in Einzelkugeln erklären? Würde ich jetzt mal an die Kollegen von Steinmeier richten. Das erklärt sich einfach durch das Kippen und die Torsion der Spindel relativ zur Mutter. Wenn wir einen total homogenen Lastübergang hätten, dann wäre das sicherlich eben auch eine komplett gleichmäßige Lastverteilung auf die Kugeln, haben wir aber nicht. Ich würde vielleicht dazu noch ergänzend da was sagen, nämlich Sie haben eine Helix. Die Kugeln sind entlang einer Helix verteilt. Und egal, was Sie machen mit dieser Helix, Sie werden nie eine Rotationssymmetrie hinkriegen. Beziehungsweise, was Steinmeier vorhin gezeigt hat, bei zweireihigen Kugelgewindetrieben, also zwei Kugelreihen, haben Sie die Möglichkeit, das doch recht symmetrisch zu machen. Und das hat man ja dann auch gesehen, dass da die Verkippung nahezu komplett weg war. Aber bei einfachen Muttern mit einem einzigen Gewindegang ist es so, dass sie eine Helix haben, die einfach rotationsunsymmetrisch ist. Und auf der rechten Seite haben sie eine höhere Last als auf der linken Seite von dieser Helix. Und dadurch ergeben sich Kraftvektoren entlang dieser Helix, die dazu führen, dass auf einer Seite mehr radial gedrückt wird als auf der anderen Seite. Und dadurch ergeben sich Verkippungen im Kugelgewindetrieb. Okay, nächste Frage. Ich habe sie nicht ganz verstanden. Ich versuche sie mal zu stellen. Ansonsten hilft mir der Kollege bitte nochmal aus, indem er nachfragt. Die Frage geht in die Richtung, inwiefern das Lager der V1 aus der Simulation, ich denke, da geht es um die Optimierung des Schwerlast-KGTs, den beschriebenen Rechengrundlagen oder Werten in ihrem Katalog entspricht bei Steinmeier. Die Rechengrundlagen. Also wir haben im Endeffekt im Katalog bei uns ja nur Tragzahlen eigentlich als Kenngröße für den Kugelgewinnbetrieb definiert, nicht die Rechengrundlagen. Wir haben allerdings mit Hilfe von einer gleichmäßigen Lastverteilung die Voraussetzungen geschaffen, dass diese Tragzahlen dann auch die zugehörigen Lebensdauern ergeben, was davor in der Ursprungsausführung in dieser auf diesem Niveau nicht realisiert war. Also sprich, wir haben dadurch die Voraussetzung geschaffen, dass die Last sich wesentlich gleichmäßiger über alle Kugeln verteilt und damit viel eher dem rechnerischen Ergebnis entspricht. Super, danke. Die nächste Frage geht nochmal an Sie, Herr Klüpplin, Herr Zimmermann. Und zwar ist die Frage, die rechnerische Lebensdauer für die optimierte Spindel oder das optimierte KGT aus V4 lag ja bei 43 Stunden. Haben Sie das gegen Versuche laufen lassen? Wie kamen bei Versuchen, wann kamen die ersten Verschleißerscheinungen zutage? Ja, da muss man aufpassen. Also was ja das Rechenergebnis darstellt, sind die Laufbahnermüdungen. Natürlich Verschleiß in Form von Einlaufvorgängen so tritt viel früher auf. Verschleiß an sich ist dann auch eben bei der Ausführung in dem Prüfstandsversuch nach in etwa einem Jahr mal aufgetreten. Allerdings war das alles dann eben noch nicht
das, was das Ende der Lebensdauer anbetrifft, nämlich die Ermüdung, sondern das waren dann erste Verschleißerscheinungen. Mhm. Natürlich haben wir, muss man ganz klar sagen, deswegen war ja vorher die Einschränkung, das sind rechnerische Ergebnisse, 43.000 Stunden heißt ja praktisch, das müsste ja über 5 Jahre sein, was im Dauerlauf Tag und Nacht dann im Prinzip erprobt werden muss. Das ist praktisch nicht passiert, muss man ganz klar sagen. Deswegen sind es auch rechnerische Ergebnisse, aber die bisherigen Validierungsversuche deuten sehr konkret darauf hin, dass diese Größenordnung an Verbesserungen tatsächlich auch erreicht werden kann. Nachgewiesen sind sie faktisch noch nicht. Danke. Nächste Frage, fast an Sie beide, können Sie sich überlegen. Da möchte jemand noch ein bisschen ein paar Worte mehr dazu hören, wie das Thema Verkippung der Spindel funktioniert. Also woher kommt es bei rein axialer Last? Moment, ich denke, das erklärt sich eigentlich ganz gut mit einer Folie, die ich gleich einblende. Also es ist immer noch nach wie vor gerade dieser Verlauf, glaube ich, immer noch, stellen sich eigentlich die Frage, wie dieser Verlauf zustande kommt, so wie ich das verstehe, oder? Ja. Genau. Ich müsste vielleicht ganz kurz nochmal die Frage lesen, die Verkippung der Spindel. Ja gut, das ist ganz einfach. Die Verkippung kommt daher, wie ich erklärt habe, und Sie sehen, die Kugeln folgen einer Helix. Das heißt, da ist ein leichter Versatz. Also optimal wäre es, wenn diese Kugel an derselben Stelle nach oben wäre. Und dadurch, dass es ja wie so eine Schraubenlinie, die Kugeln auf dieser Schraubenlinie abgewickelt werden, haben wir den Fakt, dass praktisch die Kugel, sage ich mal, ja, an dieser Stelle drückt und zum Schluss praktisch die obere Kugel rechts, die dann runterdrückt und hier keine Kugel zum Abfangen gibt. Wissen Sie, so wie hier zum Beispiel. Hier ist es eigentlich ganz gut gezeigt. Und durch diese Verkippung ist es so, dass hier praktisch der Kugelkontakt, die Kugelkontaktkräfte gering sind und nach oben hin nehmen sie immer zu. Dadurch entsteht die Schwingung. Also dieser Verlauf nach oben, was wir in dieser Schwingung sehen. Und dann nimmt sie da unten nach unten wieder ab. Und deshalb haben wir diese Schwingung also in den Kugelkontaktkräften. Das ist eigentlich, denke ich mal, so gut erklärt, hoffe ich. Also der Abstand zwischen zwei Spitzen ist im Prinzip eine 360-Grad-Kette. Ja. Kugelkette, ja. Okay, super. Der Fragensteller bedankt sich gerade und sagt, er ist zufrieden mit der Antwort. Okay. Nächste Frage. Lassen sich KGT mit Hohlspindel auch mit Hilfe unserer Software berechnen? Das ist ja die nächste Anwendung, die ich berechnen werde, ja. Also die Option gibt es, dass man da einen Parameter für eine Hohlspindel definiert, Innendurchmesser der Bohrung. Den Parameter gibt es und den kann man setzen auf einen Wert, der nicht null ist, und dann entsteht in der Software automatisch eine Hohlspindel. Okay, Frage hoffentlich beantwortet. Die nächste Frage wird schon beantwortet, ob Temperatur bei der Berechnung berücksichtigt wird. Ich denke, das haben wir schon mit Ja beantwortet. Dann nochmal eine nächste ausführliche Frage. Ah, da kommen jetzt noch mehr rein. Schön. Die nächste Frage ist, sind vereinfachte Kugelmodelle mit einer kinematischen Beziehung zur Mutterspindel versehen? Weiter geht's mit, sprich, wandern Kugeln auch auf den Spiralbahnen, in Klammer Kontakte wandern mit Kugelpositionen. Sind somit zeitdiskrete Analysen möglich oder ist man auf statische Analysen beschränkt? Also die Modellierung, die dahinter liegt, ist tatsächlich auf Basis von Ersatzmodellen. Und ich habe es am Anfang gesagt, dass wir da Feder nutzen, grundsätzlich nicht lineare Federelemente. Und diese werden fest verbunden mit Bereichen auf der Laufbahn. Und dadurch ist es nicht möglich, dass sie eine große Umdrehung machen. Sie können nicht über mehrere Grad hinweg, oder 5 Grad wäre wahrscheinlich auch schon zu viel, 10 Grad, 20, 180 Grad, all das ist nicht möglich mit diesem Modell. Wenn Sie sowas brauchen, dann haben Sie tatsächlich die Möglichkeit, in der Software mit einem Klick diese Ersatzmodelle durch 3D-Modelle zu ersetzen. Das ist nicht das Problem, sondern danach, wenn Sie auf Solve drücken, sollten Sie sicherstellen, dass Sie, was weiß ich, vielleicht 500 Gigabyte RAM auf Ihrem Rechner haben. Okay, nächste Frage.
Inwieweit wird die Lebensdauer durch den maximalen Ruck beeinflusst und kann dies ebenfalls in der Simulation betrachtet werden? Also der Ruck ist natürlich die Ableitung von der Beschleunigung, nehme ich mal an. Und es ist so, dass dieser Ruck dann natürlich Kräfte hervorruft, und diese Kräfte, die auf die Spindel wirken, werden natürlich gewisse Belastungen auf die Kugeln ausüben, und das können wir simulieren. Wir können sogar einen Ruck auch im Zeitbereich simulieren. Das wäre auch möglich. Was wir nicht können, nochmal, ich wiederhole, dass wir große Verdrehungen machen, aber wenn die Spindel stillsteht und sie haben eine ruckartige Kraft, eine Stoßkraft, können wir das auch im Zeitbereich simulieren. Und dann würden Sie dann auch die Trägheitseffekte bekommen, obwohl ich glaube, dass die Trägheitseffekte an der Stelle nicht so das Wesentliche sind, sondern weil die Kräfte sind so groß im Vergleich zu der Masse, die Sie da bewegen. Aber ich glaube, dass das wäre durchaus möglich mit den Modellen, die wir da haben, weil sie eben sehr schnell rechnen. Okay, super. Dann noch zwei Fragen. Da würde ich schon einen Kollegen dazuschalten, der die Hand gehalten hat, dass ich mir mal den Ton ermögliche. Die nächste Frage ist, können mit der Simulation auch mehrere, zum Beispiel zwei parallel eingebaute Spindelmuttern simuliert werden, inklusive Wechselwirkung mit dem Gehäuse? Ja, absolut. Das haben Sie auf der Folie bei mir gesehen. Das war eine größere Baugruppe, wo diese detaillierte Mutter drin war. Das ist bei uns so, dass wir genauso wie in einem CAD-Programm arbeiten. Wir haben Instanzen von Komponenten. Und wir können per Copy-Paste diese Mutter auch vervielfachen und in das Modell einbauen, in die Baugruppe einbauen. So, dann nochmal explizit eine Frage an die Kollegen von Steinmeier. Und zwar ist die Frage, wie finden Optimierungen statt? Also in Bezug auf Schmiegung, Kugeldurchmesser und so weiter. Wird es via manueller Variation gemacht? Wie gehen Sie da vor? Das hängt von Details ab, wenn es zum Beispiel um die Frage, wo und wie Umlenkungen platziert sind und damit eben auch die Frage, wo der Kraftfluss unterbrochen wird, wo sich eine Mutter verformt, wo vielleicht eine Spindel dann entsprechend sich, wie auch immer, tordiert oder verbiegt innerhalb der Mutter. Da nützen wir zwischenzeitlich Meshparts, das haben Sie ja vorher gesehen, bei diesem Teil, wo ich über Schwerlastausführungen von Kugelgewinde drin was gesagt habe. Da nützen wir Messsparts tatsächlich. Wenn es um Schmiegungen und Kugeldurchmesser geht, da gibt es natürlich auch noch ein paar andere Kriterien, die eher fertigungstechnischer Natur sind. Aber zum Beispiel bei der Frage, wie groß dann irgendwelche Ausprägungen der Druckellipse werden oder Ähnliches, da nützen wir genauso Messsparts. Vieles andere, was eben dann eher fertigungstechnischer Natur ist, wird bisher eben noch über andere Berechnungstools oder Erfahrungswerte oder wie auch immer geredet. Okay. Danke. Dann noch eine weitere Frage, die ist jetzt an dich gerichtet, Alex. Sind Kopplungen mit weiteren Optimierungsprogrammen möglich, in zum Beispiel OptiSlang, und sind Modellbibliotheken, vordefinierte KGTs, Lager und so weiter auch unter ANSYS Workbench verfügbar? Ja, erste Frage, Kopplung mit Optimierungsprogramm ist eingebaut in Meshparts, allerdings nicht mit OptiSlang, sondern mit einem sehr mächtigen Open-Source-Optimierer, der unterschiedliche Optimierungsalgorithmen zur Verfügung hat, wirklich umfangreich, also da blicke ich selber nicht durch, aber ich glaube, das sind um die 40 unterschiedlichen Algorithmen, die da zur Verfügung stehen. Zweite Frage, Modellbibliothek unter ANSYS Workbench verfügbar? Nein, unsere Kugelgewindetriebmodelle bzw. unsere Lagermodelle sind nur unter Meshparts nutzbar. Genau, ergänzend ist zu sagen, es gibt eine Kooperation im Bereich von Wälzlagern. Es gibt die Möglichkeit, Wälzlagermodelle zu erstellen, automatisiert unter ANSYS. Da gibt es eine Kooperation mit CADFEM als Nextension, die kann man sich anschauen. Im Bereich KGT ist es nur bei uns möglich. So, dann wäre ich mit den Fragen am Ende, die Sie gestellt haben. Danke für die rege Teilnahme. Das waren viele gute Fragen. Sie könnten jetzt, wenn Sie Lust haben, im Chat schreiben oder die Hand heben. Dann kann ich Sie auch noch zuschalten, wenn Sie noch eine längere Frage haben oder so einen kurzen Dialog wünschen. Gerne. Da lasse ich Ihnen jetzt noch die Zeit. Wir sind so lange für Sie da, wie Sie mögen. Wenn da jetzt nichts mehr kommt, sonst würden wir das Webinar beenden. Aber nehmen Sie sich die Zeit und wie gesagt, machen Sie sich bemerkbar, wenn ich Sie dazuschalten soll.
Das hat die Teilnehmer verschreckt. Viele verlassen den Raum. Dann denke ich, gibt es keinen Bedarf mehr, sich zu Wort zu melden. Falls Sie schüchterner sind und trotzdem noch was besprechen wollen. Ein Dankeschön kommt rein. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wenn Sie im Nachgang noch Bedarf haben, unsere Namen. Da meldet sich jemand. Es gibt einen mutigen Kollegen. Den würde ich jetzt mal dazuschalten. Hand wurde gehoben und dann den Chat verlassen. Dann würde ich sagen, beenden wir es offiziell. Vielen Dank an alle Zuschauer, Zuhörer und auch besonderen Dank nochmal an Sie beide, Herr Klöppel und Herr Zimmermann, dass Sie sich die Mühe und den Aufwand gemacht haben, den tollen Vortrag vorzubereiten und auch den Vortrag zu halten und die Fragen zu beantworten. Hat uns sehr gefreut. Auf jeden Fall. Dann vielen Dank und schönen Abend an alle. Danke. Tschüss. Yeah. Okay.